Willkommen zurück, liebe Zuschauer von EWTN. Herzlich willkommen auch an alle zu Hause an den Fernsehbildschirmen, alle, die uns über den Internet-Livestream verfolgen und jene, die unseren Facebook-Livestream eingeschaltet haben. Wir sind jetzt mitten im Marsch fürs Leben, wobei der Marsch momentan ja nicht so richtig stattfindet. Es ist mal wieder eine Straßenblockade. Wir stehen aktuell noch. Das gibt uns die Gelegenheit, ein paar interessante Persönlichkeiten vorzustellen und mit ihnen über den Marsch zu reden. Angelika, du hast dich da schon im Vorfeld abgesprochen. Ja, genau. Danke, Rudolf. Und zwar haben wir die Möglichkeit, mit der Alexandra Linder, der Bundesvorsitzenden vom Bundesverband Lebensrecht, zu sprechen. Und deswegen gehe ich jetzt direkt mal zu ihr und werde sie fragen, warum sie sich das jedes Jahr wieder antut. Alexandra, ja. Vorsitzende vom Bundesverband Lebensrecht. Wie oft warst du schon beim Marsch fürs Leben dabei? Oft. Ich weiß nicht, 8 bis 10 Mal, schätze ich. Wir haben auf der anderen Straßenseite gerade die Gegendemo, die mit fetziger Musik hier vorbeizieht, aber ja eigentlich uns blockieren will. Warum tust du dir das jedes Jahr wieder an? Jeder hat ein Recht auf Demonstrationen, die genau wie wir, aber ich tue mir das jedes Jahr an, weil ich weiß, dass wir auf der richtigen Seite stehen und wir das total gelassen angehen können, denn wir haben einfach Recht. Das stimmt, so kann ich das auch unterschreiben, ne? Wie ist jetzt so dein Eindruck insgesamt? Wie viele Leute, weißt du da schon irgendwas, wie viele Leute teilgenommen haben? Also alle, die sich ein bisschen auskennen, haben gesagt, deutlich mehr als die letzten 1-2 Jahre. Aber wir zählen ja auch. Das heißt, wir haben also nach dem Marsch auch eine Überschlagszahl jedenfalls. Auf jeden Fall, die Stimmung ist super, das Podium ist toll gelaufen, die Tagung gestern ist toll gelaufen und deswegen ist das eine wirklich große Riesenveranstaltung und die Leute sind, wie man hört, gut gelaunt. Das heißt, du bist also wirklich sehr zufrieden? Ich wünsche mir natürlich auch mal eine 6-stellige Zahl an Teilnehmern, aber wenn wir dieses Jahr uns der 5-stelligen nähern oder sie sogar erreichen können oder vielleicht sogar erreicht haben, dann ist das natürlich ein super Sprung nach vorne. Es werden auch alle eingeladen, nächstes Jahr noch einen mitzubringen. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, es sind ja jetzt viele Zuschauer, die zu Hause vor Facebook oder vor dem Fernseher zuschauen, weil sie eben nicht persönlich teilnehmen können. Hast du irgendeine Botschaft oder irgendwas, was du den Zuschauern zu Hause auch mitgeben möchtest? Ja, wir danken für jede Unterstützung, ob durch Zugucken, durch Gebet, durch Verbreiten, durch Werbung für das Leben, durch die ganze Mitarbeit, die das ganze Jahr überläuft von verschiedensten Leuten in verschiedensten Bereichen. Wir sind dankbar für alles, was da fürs Lebensrecht getan wird. Wir danken jedem, der in irgendeiner Form dabei ist und freuen uns, sie auch alle mal persönlich kennenzulernen, zum Beispiel hier. Dankeschön. Mir ist jetzt gerade noch eine Frage eingefallen und es sind ja sehr, sehr viele junge Leute hier dabei, ne? Was denkst du, warum nehmen immer mehr Jugendliche, junge Leute hier am Marsch fürs Leben teil? Es ist ja nicht so einfach mal quer durchs Land nach Berlin zu fahren. Naja, junge Leute stellen natürlich Fragen, Sachfragen, kritische Fragen. Und was politisch und von manchen Gruppierungen läuft, ist natürlich sehr fragwürdig, weil das, was gegen das Leben versucht wird, so plakativ gemacht wird und als Recht verkauft wird, dass die jungen Leute sagen, das ist aber doch falsch. Ja, es hat ja jeder Mensch eigentlich ein tiefes Empfinden dafür, was menschlich und was nicht menschlich ist. Und wenn man dann sagt, wir müssen alle Kinder vor der Geburt beseitigen, bloß weil sie bestimmte Eigenschaften haben oder nicht haben, dann ist das eben inhuman. Und junge Leute haben da auch ein sehr gutes Gefühl für und sagen dann, das können wir doch nicht machen, das ist ja auch unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Und da gehen wir jetzt mit, stehen auf und tun da auch was für das Lebensrecht. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Es sind sehr viele junge Leute hier. Wir hatten auch einen tollen Jugendkongress. Wir hatten gestern wirklich auch eine sehr gute, interessante Tagung. Also aus allen Bereichen der Gesellschaft tut sich wahnsinnig viel und das sieht man hier auch heute. Das heißt, wir machen nächstes Jahr einfach da weiter, wo wir jetzt stehen und gleich weiterlaufen. Aber du hast gerade auch das Jugendprogramm, diesen Impact-Kongress angesprochen. Deswegen, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine ausführlichen Antworten. Ich würde jetzt mal eben zur Jugendvorsitzenden weitergehen und die nochmal befragen, wie es mit dem Jugendkongress eigentlich genau ausgesehen hat. Deswegen auch an Sie zu Hause. Wir haben jetzt hier nämlich die Fabiola Kaminski, die Vorsitzende von der Jugend für das Leben Deutschland, die jetzt hier den Impact-Kongress, also das Rahmenprogramm der Jugend für das Leben Deutschland, mit organisiert hat. Fabiola, wie ist das gelaufen? Wie war der Kongress bisher? Was sagst du? Der Kongress war super. Wir waren erstaunt, dass so viele Teilnehmer an dem Kongress teilgenommen haben. Und zwar vor allem junge Menschen, die sich für den Lebensschutz einsetzen wollen. Und wir sind richtig begeistert, dass wir so viele tolle Leute für unsere Workshops gewinnen konnten und auch tolle Referenten nehmen. Sag mal, wie viel wart ihr eigentlich? Also wenn man so in die Menge guckt, das sind ja bestimmt Hunderte von Jugendlichen. Aber es kann natürlich nicht jeder ein ganzes Wochenende kommen. Zu wie viel wart ihr?
Das stimmt, wir waren ungefähr 80 Leute bei diesem Impact-Kongress, ja, das war echt toll. Wow, 80 junge Leute, die sich ein ganzes Wochenende Zeit nehmen, das ist echt beeindruckend. Meine Frage, warum kommst du eigentlich mit nach Berlin? Warum stehst du hier vorne? Ich bin bei... Okay, einen kleinen Augenblick bitte, wir müssen mal kurz eine Rettungsgasse bilden. Die Fabiola antwortet uns gleich. Moment bitte, einfach dranbleiben. Fabiola, komm mal einfach hier rüber. Genau, komm mal hier rum. Fabiola, jetzt. Also, nachdem wir jetzt die Rettungsgasse gebildet haben, haben wir die Fabiola mal hier für uns und können ganz in Ruhe mit ihr sprechen. Fabiola, warum bist du hier beim Marsch fürs Leben dabei? Warum läufst du ganz vorne mit? Ich bin jetzt heute beim Marsch für das Leben dabei, weil ich finde, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen dafür, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben hat und dass wir die ungeborenen Menschen gerade in unserer Gesellschaft fördern möchten und unterstützen, Frauen unterstützen, dass sie eben ihr Kind bekommen können und vor allem die Rechte von Behinderten fördern möchten. Jetzt ist der Marsch für das Leben ja der Höhepunkt, so dieses Pro-Life-Weekend in Deutschland. Die Jugend für das Leben macht ja aber nicht nur den Marsch fürs Leben in Berlin mit, oder? Nein, die Jugend für das Leben engagiert sich noch ganz anderweitig. Und zwar haben wir auf der einen Seite Aktionen wie zum Beispiel die Akademie Bioethik oder jetzt den Impact-Kongress, der eben auch international ist, wo wir Leute aus anderen Ländern kennenlernen konnten. Wir fahren auf andere Veranstaltungen in anderen Ländern, wie zum Beispiel den Marsch für das Leben in Amerika oder auch in England. Und wir veranstalten aber auch bestimmte Schulvorträge, die wir eben zur Verfügung stellen für Schulen, dass sie... Darf ich nochmal neu ansetzen? Oder ist das live? Ist es live? Okay. Gut, wir veranstalten nicht nur Kongresse oder haben irgendwelche Akademien, wo man was lernen kann, sondern wir lehren auch. Das heißt, wir gehen direkt in die Schulen und klären Jugendliche im Ethikunterricht über das Thema Abtreibung auf, aber auch über andere bioethische Themen. Und unser Ziel ist es eben einfach, Abtreibung unnötig zu machen in Deutschland, unsere Gesellschaft zu verändern und vor allem Frauen und Kinder zu schützen. Das ist ein wunderbares Ziel. Vielen Dank, Fabiola, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber deswegen würde ich dich jetzt einfach auch wieder zurück ans Banner lassen und danke dir. Und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Rudolf. Ich weiß nicht so genau, wo er ist. Genau hier. Genau. Ja, bei dem ganzen Chaos kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Also hast du das mitbekommen, warum wir jetzt die Straße freimachen mussten? Ja, genau. Und zwar ist eine Sitzblockade mitten im Zug und deswegen mussten wir jetzt hier vorne auch eine Rettungsgasse bilden. Aber es ist September, wir wissen schon, dass es kalt ist auf dem Boden. Ja, das ist ja deren Problem, ne? Wenn sie nachher die Blasenentzündung haben. Ja gut, aber die Stimmung, man hört es vielleicht, liebe Zuschauer, die ist nach wie vor ungebrochen gut. Vorhin wurde auch, welches Lied war das nochmal? Das Tedeum war das. Das Tedeum, genau. Großer Gott, wir loben dich, wurde angestimmt. Weihbischof Wörner haben wir da auch schon entdeckt. Wir versuchen ihn dann, beziehungsweise Angelika versucht ihn dann nachher nochmal vor die Kamera zu holen. Ich habe auch noch, ja genau, geh am besten mal los, schau mal, ob du ihn findest. Super. Wir haben eine weitere Prominenz hier vorne. Ich sehe gerade, der Hartmut Steber ist aber noch damit beschäftigt, zu gucken, wann der Polizeiwagen hier durchfährt. Wir schauen vielleicht trotzdem mal, ob wir ihn mal eben für ein kurzes Interview bekommen. Herr Steb? Herr Steb, hätten Sie kurz Zeit? Ja, wunderbar. Also unsere Zuschauer kennen Sie vorhin schon von der Kundgebung. Sie haben ja ganz souverän reagiert, als da Störer waren. Das war jetzt das erste Mal. Ja, ich glaub in der Weise auf jeden Fall, ja, dass die uns zum ersten Mal so attackiert haben auf der Bühne. Sie sind der zweite Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. Wie lange machen Sie das schon? Also seit wann ich zweiter Vorsitzender bin, muss ich gerade überlegen, seit 5 Jahren oder so. Aber ich war ja damals im Vorstand, als wir den Bundesverband Lebensrecht gegründet haben. Ich war Sprecher der vorausgehenden Arbeitsgemeinschaft Lebensrecht. Und als ich da Sprecher war, war das eines meiner Programme, dass wir aus dieser relativ lockeren, guten Arbeitsgemeinschaft einen doch etwas schlagkräftigeren Bundesverband machen. Wir hatten in so einer Arbeitsgemeinschaft, das ist ja immer so, wenn einer nicht dafür ist, dann kann man nichts machen. Da blockiert man sich dann gegenseitig. Beim Bundesverband ist das jetzt leichter. Und dann haben wir ja gesagt, eine unserer
Tätigkeiten, damit wir jetzt auch in die Öffentlichkeit kommen, kann dann dieser Marsch für das Leben sein. Damals 1000 Kreuze für das Leben. Genau. Es wird ja auch immer wieder betont, deswegen auch hier Berlin vor dem Reichstag, dass das kein rein genuin religiöser Zug ist, sondern auch eine politische Dimension hat und das Lebensrecht alle Menschen angeht. Sie waren früher Vorsitzenden der Evangelischen Allianz. Inwieweit spielt denn Ihr Glaube bei Ihrem Engagement für das Lebensrecht eine Rolle? Ist natürlich schwierig, voneinander zu unterscheiden. Also ich war nicht Vorsitzender, sondern Generalsekretär. Das ist aber nicht weiter schlimm. Er wird es mir verzeihen. Ich kann ja nichts für. Nein, das ist so, wir haben einen ehrenamtlichen Vorsitzenden und einen hauptamtlichen Generalsekretär. Und dieses Amt habe ich in der Tat 31 Jahre lang ausgeübt. Ich kann in meinem Leben nicht unterscheiden, ob Glaube für bestimmte politische Situationen eine besondere Rolle spielt, weil ich nun eben seit Jahrzehnten ganz bewusst an Jesus Christus glaube und das natürlich mein Leben bestimmt und auch meine Werthaltung. Aber ich bin eigentlich gelernter Verwaltungsbeamter und ich habe Staatsrecht gelernt. Und es ist völlig klar, entweder gibt es die Würde des Menschen für jedes menschliche Leben, oder aber wir werden Schiffbruch erleiden. Und wir sind im Augenblick auf einer sehr schiefen Ebene, weil irgendwie die Leute das nicht mehr wissen und nicht wissen wollen, dass ein Mensch entsteht durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Und es gibt überhaupt keinen sinnvollen Zeitpunkt danach, um diesen Schutz zu halten. Man kann das nur leugnen, indem man so tut, wenn jetzt die Gegendemonstranten wieder so My Choice, My Body, My Choice schreien, da muss man ja sagen, das stimmt ja. Mein Körper, über den darf ich selbst bestimmen. Aber in dem Moment, wo da ein Kind drin ist, ist das ja nicht mehr meine Selbstbestimmung, sondern geht es um den Menschen. Das anerkennt die Verfassung, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Und wenn jetzt, wie gerade jetzt heute Morgen zum Beispiel in der Zeitung zu lesen, zwei Kandidaten, die sich um den SPD-Vorsitz bemühen, sagen, sie wollen das Abtreibungsrecht liberalisieren, dann muss man sagen, sie sollten doch einfach mal die Verfassung lesen und sie sollten das Bundesverfassungsgerichtsurteil lesen. Oder sie sollten mal lesen, was ihr SPD-Parteikollege Johannes Rau als Bundespräsident gesagt hat, nämlich genau dieses, dass sich der Mensch nicht zum Menschen entwickelt, sondern als Mensch, von diesem Anpunkt an. Und deshalb sage ich, es ist unabhängig von meinem christlichen Glauben, das Recht des Menschen auf Leben hat jeder, egal was er glaubt. Trotzdem fällt ja auf, dass hauptsächlich unter den Teilnehmern, dass die meisten, also der Großteil der Teilnehmer ein christliches Bekenntnis hat. Deswegen abschließend meine letzte Frage, ist das Lebensrecht oder der Einsatz für den Lebensschutz vielleicht nicht auch eine Ebene, wo man sich in der Ökumene auch begegnen kann, so zwischen Katholiken und Protestanten? Ja, ich begrüße als Protestant, dass wir eine ganze Reihe von katholischen Bischöfen hier haben. Wir hatten im letzten Jahr ja erfreulicherweise auch die Predigt eines evangelischen Landesbischofs. Aber die evangelischen kirchenleitenden Leute tun sich nach wie vor schwer, was mir nicht verständlich ist. In der Tat, das wäre ein gutes ökumenisches Zeugnis, wenn hier alle Bischöfe, katholisch und evangelisch zusammen, hier einstehen würden. Oder wenn sie etwa wie jetzt gestern bei dieser Klimaschutzgeschichte plötzlich auf die Idee kommen, die Kirchenglocken zu läuten und manche Bischöfe ihre Kirchengemeindeglieder auffordern, da mitzugehen, dann sage ich, hallo, was nützt denn ein gutes Klima, wenn wir keine Menschen haben? Der Menschenschutz muss immer vor allem anderen gehen. Die demonstrieren, und das hält die Kirche für wichtig, über möglicherweise auf uns zukommende Katastrophen. Aber die Katastrophe, die wir heute haben, für die wir heute verantwortlich sind, wo wir wirklich was tun können, dass heute weltweit 150.000 Menschen in der Phase, in der die Frau schwanger ist, getötet werden. Das ist die eigentliche Menschheitskatastrophe und ich bedauere das laute Schweigen vieler Kirchenoberen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal bis dahin für die Einschätzung und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Danke. Dankeschön, Herr Stieb. Ja, wir haben mittlerweile, Angelika war ganz fleißig, hat ja gleich zwei Bischöfe herangekarrt. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Sie deutet auf Bischof Stefan Oster, der dem geneigten EWTN-Zuschauer ja auch bekannt sein. Tut mir leid, dass wir das Gespräch kurz unterstützen. Grüß Gott, Herr Bischof, gestern noch auf einer Klimaschutzdemonstration, genau. Heute hier beim Marsch fürs Leben. Warum? Ökologie des Menschen. Apropos Ökologie, war es eine schlaue Idee, mit dem Zug anzureisen? Gute Frage. Also angesichts, wir haben dort gefrühstückt, also der Bischof Rudolf und ich, und da produziert man dann doch ein bisschen Müll. Das ist das eine. Und dann hatten wir 1,5 Stunden Verspätung, das ist das andere. Also insofern war es herausfordernd, aber insgesamt klimafreundlicher, als wenn wir geflogen wären. Sie sind jetzt das erste Mal beim Marsch fürs Leben. Wie ist bisher so Ihr Eindruck?
Ja, ich finde es beeindruckend, wie wirklich alle Altersgruppen, jung und alt, viele, viele junge Menschen vor allem auch hier mitgehen und sich einsetzen. Ich freue mich auch, dass so viele da sind. Ich bin aber auch irritiert von dem, was so passiert an Widerstand oder Opposition oder so. Und die Zahl der Polizisten, die hier unterwegs sind, um uns zu schützen, ist riesig. Und das ist schon auch ein bedenkliches Zeichen für das Thema Demokratie und Meinungsfreiheit in unserem Land. Das muss man schon sagen. Aber warum jetzt ausgerechnet Lebensschutz? Es kommt ja oft so der Verdacht auf, dass es nur ein Thema, das jetzt nur Katholiken oder evangelikale Christen was angeht. Na, ich glaube, das steht im Kontext der ganzen Themen rund um Sexualität und die Beziehung der Geschlechter zueinander. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein Schnittpunkt ist in der Frage Subjektivität und Objektivität. Also in dem Punkt, sag ich Gott, was er tun soll, oder glaube ich, dass Gott in mein Leben so hineinwirkt, dass das Leben auch unverfügbar ist, weil es am Ende ihm gehört und weil er der Herr des Lebens ist. Also, und in diesen ganzen Themen rund um Sexualität, das ist so eine Schnittstelle. Da gibt es schon ein Gespür der Gesellschaft, dass es am Ende um was geht. Also, und deswegen, das ist jetzt ein dramatisches Zeichen dafür, dass so viele Menschen da, gewissermaßen dagegen sind, dass wir das Leben schützen wollen. Aber es erstreckt sich auch auf die anderen Bereiche dieser Thematik. Das Thema Sexualität ist ja momentan vor allem auch in der Kirche sehr heiß umstritten. Nächste Woche sind Sie ja schon wieder in Fulda, gehe ich mal davon aus, bei der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz. Da soll auch, also wird zumindest so kolportiert, über eine Änderung der Sexualmoral nachgedacht werden. Inwieweit berührt das denn das heutige Thema? Also zunächst mal den Text, den Entwurfstext des Forums über die Sexualmoral, den kann man schon nachlesen. Das ist, wird nicht mehr kolportiert. Der steht als fertiger Entwurf im Netz auf der Seite der DBK, weil es soll ja auch ein transparenter Prozess sein. Und ja, es geht vor allem darum, was ja auch eine sensible, sagen wir mal, Forderung, verständliche Forderung der Gesellschaft ist. Es gibt viele Menschen, die erleben Brüche in ihren Beziehungen und die Frage, wie geht man mit neuen Beziehungen, oder die Menschen, die gleichgeschlechtlich empfinden, wie können die Beziehung leben? Das sind super heikle Themen und super auch verletzliche Themen. Das heißt, man muss zunächst mal sehr sensibel damit umgehen. Aber gleichzeitig glaube ich schon auch, dass wir die Verantwortung haben zu sagen, was ist die Würde der Person, was bedeutet Sexualität im Hinblick auf unser personales Leben und wie können wir eigentlich verdeutlichen, was die Kirche in dieser Überzeugung an Schönheit, an Tiefe über das Menschenbild hat. Also das ist eine große Herausforderung und die Plausibilisierung unserer Positionen als katholische Kirche, die ist in dieser Zeit sehr, sehr schwer hinein zu buchstabieren. Meine Erfahrung ist, es geht im Grunde nur über persönliches Zeugnis. Aber es geht ja auch nicht nur um den Geschlechtsakt an sich, sondern auch um die Folgen. Wie ist da Ihr Eindruck? Tut da die Kirche schon genug jetzt auch in der Schwangerenberatung, um gerade solche Dramen, wie wir es ja heute auf der Kundgebung gehört haben, die traumatischen Erfahrungen nach einer Abtreibung, um das von vornherein schon zu minimieren? Ja, wir tun auf jeden Fall sehr viel, glaube ich. Aber natürlich gibt es, so wie es generell auch in unserer Gesellschaft Vorbehalte gegen die katholische Kirche gibt, die von außen gesehen, wenn sie mit Glaubensinhalten kommt, das wird als Dogmatismus wahrgenommen, interpretiert, wenn sie mit moralischen Forderungen kommt, wo wir glauben, da geht es um gelingendes Leben, dann wird es als Verbotsmoral interpretiert. Das heißt, die Leute zu erreichen mit den Themen und zu sagen, schaut mal tiefer hin, worum geht es eigentlich in der Tiefe, das ist eben sehr herausfordernd für heute. Und da könnten wir, glaube ich, in unserer Verkündigung insgesamt besser werden. Aber natürlich, so viele Katholikinnen und Katholiken sind auch Kinder dieser Zeit und sind auch beeinflusst und atmen jeden Tag säkulare Luft. Und die Fragen, die da gestellt werden, sind ja nicht nur banal, ne? Die habe ich ja gerade eben angedeutet. Also insofern ist es schon sehr schwer, das zu plausibilisieren, das muss man einfach sagen. Ja. Abschließend noch eine letzte Frage, bevor Sie wieder nach Hause fahren. Was werden Sie mit in Ihr Bistum nehmen und steht die Chance, dass Sie nächstes Jahr auch wieder dabei sind?
Ja, mal sehen. Ich habe jetzt bin ja heute das erste Mal da. Ich habe mir schon auch gedacht, das hat für mich, war für mich auch herausfordernd, weil ich gebe schon Zeugnis für das Leben, aber dann sich hier hinzustellen und auch öffentlich hinzustellen, ist immer auch, es gibt ja in jedem von uns, der überzeugender Verkündiger sein will, auch die Frage, ja, mache ich jetzt zu viel, Menschenfurcht, ne? Also niemanden provozieren und keine Ahnung. Und ich habe gedacht, diesmal ist es echt wichtig, auch Zeugnis zu geben, gerade auch in der Debatte um die Kassenzulassung von diesem Pränataltest für auf Trisomie 21, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und mal sehen, für mich ist es schon wichtig, hier zu sein, und ich überlege, und vielleicht nehme ich nächstes Jahr sogar ein paar Leute mit. Vielen Dank dafür das Gespräch, und wenn wir Pech haben, sehen wir uns in ein paar Tagen wieder in Fulda. Alles ist gut. Alles gut, ey. Ja, liebe Zuschauer, wir haben noch ein bisschen Sendezeit, deswegen werde ich jetzt direkt auch mal wieder an meine Kollegin Angelika Dose übernehmen, denn sie hat den nächsten katholischen Würdenträger am Start. Ja, ich bin's wieder. Ich habe inzwischen auch Herrn Weihbischof Wörner aus der Menge erreichen können. Herr Weihbischof, schön, dass Sie dabei sind bei diesem Marsch fürs Leben. Sie sind nicht zum ersten Mal dabei, richtig? Ja, es ist heuer das dritte Mal. Vergangenes Jahr war es nicht möglich aus Termingründen, aber diesmal freue ich mich, wieder mit von der Partie zu sein und Zeugnis geben zu können mit den vielen anderen, die hier teilweise von sehr weit her angereist sind. Das freut mich persönlich besonders, weil ich es auch schon als Jugendliche immer ganz besonders wichtig fand, dass wir auch kirchliche Würdenträger mit dabei haben. Jetzt sind ja nicht so wahnsinnig viele Bischöfe dabei. Also wir haben eine Handvoll dabei, das ist schon richtig. Aber Sie laufen schon zum wiederholten Male mit. Warum ist es Ihnen so wichtig, für das Lebensrecht auf die Straße zu gehen und ein öffentliches Zeichen zu setzen? Also es liegt in der DNA von uns Christen, dass wir für die Schwachen eintreten, für die, die am Rand stehen, die keine Stimme haben, die benachteiligt sind. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Und die Schwächsten der Schwachen, das gilt es eben zu entdecken, sind ja die, die überhaupt keine Stimme haben, das sind die ungeborenen Kinder, die im Bewusstsein der Bevölkerung, so scheint es mir zumindest, immer weniger beachtet werden. Und es wird immer weniger beachtet, dass das konkrete Personen sind, Menschen mit Menschenwürde, und denen eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben. Das ist mir wichtig, und ich möchte auch die unterstützen, die mit mir denen eine Stimme geben. Es ist, glaube ich, schon bedeutsam für viele Menschen, dass auch Bischöfe dabei sind. Es stärkt den Rücken, und es ist ein gemeinsames Zeugnis, das kraftvoll ist, das sicherlich Beachtung findet und zu einer Bewusstseinsbildung beitragen soll, die dringend notwendig ist in unserem Land. Jetzt sind ja auch sehr, sehr viele junge Leute dabei. Das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Also beim ersten Marsch, also es ist jetzt der 15., beim ersten Marsch war das ja eher ein Trauerzug und es waren sehr wenige Jugendliche dabei. Die Anzahl der Jugendlichen steigt immer. Denken Sie, dass das was mit dem Generationenwechsel zu tun hat, oder woran liegt es, dass sich immer mehr Jugendliche auch dafür einsetzen möchten und tatsächlich öffentlich dafür demonstrieren? Es ist das Vorrecht der Jugend, dass sie Dinge hinterfragen. Es ging mir auch so, als ich in die Pubertät kam, dass ich die Dinge, die so selbstverständlich waren, hinterfragt habe. Und kluge junge Leute, die logisch denken können und das immer mehr lernen, kommen drauf, Mensch, da gibt es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die man eigentlich beenden muss. Dass der Egoismus so in einer Weise voranschreitet, dass er auf Kosten des Lebens der Ungeborenen geht und natürlich auch derer, die pflegebedürftig sind. Wir haben ja auch am anderen Ende des Lebens immer mehr das Problem, dass hier die moralischen Selbstverständlichkeiten aufgeweicht werden. Wer da ein bisschen nachdenkt und klug ist, der kommt drauf, so geht's nicht. Und wenn jemand für den Klimaschutz auf die Straße geht und für das oder gegen das Abschmelzen der Gletscher, dann bitteschön für die Menschenwürde auch. Das heißt, wir sind hier bei Saturdays for Life, eben weil heute Samstag ist. Genau. Jetzt haben wir hier gerade eine Verzögerung durch eine Sitzblockade im Marsch, und es ist ja geplant, dass Sie in dem Abschlussgottesdienst, der traditionell immer am Ende von dem Marsch stattfindet, auch die Predigt halten. Darf ich Sie fragen, ob Sie schon ein bisschen was erzählen können, was Sie predigen möchten? So ein bisschen spoilern quasi. Ja, zusammen mit den Mitbrüdern aus
den anderen Gemeinschaften aus der Ökumene haben wir uns geeinigt auf den Bibeltext Johannes 9,1-5. Da geht es um den Blindgeborenen, der Heilung erfährt von seiner Blindheit. Und zunächst gibt es also eine Debatte mit den Apostel, mit den Jüngern, wer hat gesündigt, dass der blind ist? Und Jesus weist diese Frage zurück und sagt, es sollen die Werke Gottes an diesem Mann sichtbar werden. Und ich werde die Frage stellen, was hat Gott mit uns vor? Gott hat ja mit jedem von uns, auch mit den Ungeborenen, einen Plan. Und was nimmt sich der Mensch heraus, dass er in diesen Plan, den Gott mit einem jeden von uns hat, eingreift? In der Weise, dass Kinder erst gar nicht das Licht der Welt erblicken können. Also die Würde des menschlichen Lebens vom ersten Moment bis zum letzten Atemzug und berücksichtigen, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass er der Herr über Leben und Tod ist, dass er etwas vorhat. Wir haben eine Bestimmung, das ist der Himmel. Wir hoffen, dass wir da alle hinkommen, aber man soll jedem Menschen auch die Möglichkeit geben, dass dieser Plan Gottes auch zum Zug kommt, dass die Werke Gottes, dass die Bestimmung Gottes umgesetzt werden kann. Vielen Dank schon mal. Das heißt also, dass der Einsatz für das Lebensrecht auch ein Einsatz für Berufungen ist. Also ein Einsatz für den Weg zum Herrn eigentlich, oder? Ganz genau. Und unsere Aufgabe ist es, da nicht dazwischen zu pfuschen, sondern das zu fördern, den Raum zu eröffnen, dass ein Mensch mit Gott in Verbindung treten kann, dass er eine Beziehung zu ihm aufbauen kann, dass er sein Leben, das Gott für ihn vorgesehen hat, auch leben kann nach seinen Maßstäben. Und dafür einzutreten, lohnt es sich, auf die Straße zu gehen, auch Geschrei anzuhören und sich anpöbeln zu lassen. Wir tragen das mit Fassung und umso wichtiger und umso fruchtbarer, denke ich, kann das Zeugnis sein. Sie haben es gerade angesprochen, man wird angepöbelt, man wird hier angefeindet von allen möglichen Leuten. Wir hören es auch im Hintergrund. Es sind ja jetzt viele Zuschauer, die zu Hause am Bildschirm zuhören oder auch die das über Facebook verfolgen, viele junge Leute. Ich selber habe oft schon in Gesprächen gehört, naja, ich bin zwar gegen Abtreibung, aber so eine Demo, das ist einfach nicht mein Ding. Warum ist es gerade heutzutage besonders wichtig, dass wir in der Öffentlichkeit sichtbar dafür einstehen und eben doch tatsächlich auf die Straße gehen? Also ich gehöre auch zur Gruppe der Friedlichen, die jetzt nicht so die Demonstrationen als den Ort sehen, wo sie gerne hingehen. Aber hier lohnt es sich tatsächlich, Flagge zu zeigen, Farbe zu bekennen und in der Hauptstadt hörbar und sichtbar für ein ganz wichtiges Anliegen einzutreten. Und darum bin ich dabei jedes Jahr und ich kann nur ermutigen, sich zu überwinden, daherzukommen. Das kostet ein bisschen was, kostet Überwindung, aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man dann drin ist und dabei ist. Und Sie haben auch schon vor, nächstes Jahr wieder mit teilzunehmen. Habe ich das eben so richtig verstanden? Es steht schon im Kalender. Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank, Herr Weihbischof. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Predigt nachher. Wir hoffen, dass es jetzt zügig weitergeht, dass wir dann möglichst schnell auch Ihre Predigt hören können. Also vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich sage jetzt mal viel Vergnügen wieder. Danke. So, ich hole jetzt noch mal eben meinen Kollegen, den Rudolf, zurück. Hallo Rudolf. Und hast du in der Zeit noch ein paar interessante Gespräche geführt? Ich habe mit unserem Regiemenschen gesprochen, dem Thomas, der jetzt in Köln sitzt und alles. Und er hat gesagt, wir haben noch eine Minute. Wow. Genau, deswegen können wir ja jetzt unser Fazit ziehen. Der Marsch, wie Sie sehen, hat sich noch bisher noch keinen Millimeter nach vorne bewegt, aber auch keinen Millimeter zurück. Ist ja auch ganz wichtig im Glauben. Aber bisher der Stimmung tut es keinen Abbruch. Ne? Die Stimmung ist super, es sind alle fröhlich, es sind alle ziemlich geduldig und entspannt. Ich glaube, manche genießen das so richtig, dass mal ein bisschen Protest dabei ist. Ja, also. Es geht auch mir so, ich komme mal wieder an die frische Luft. Und man trifft auch Leute wieder. Ich nehme das Mikrofon jetzt mal ab. Wir haben jetzt noch 3 Sekunden, genau, deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Angelika, dass du da warst. Auch hast du toll gemacht mit den Interviews. Auch an Ihnen, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Wir zählen auf Sie. Danke für die Unterstützung. Der Marsch fürs Leben sowie unser komplettes Programm ist nur durch Ihre Hilfe möglich gewesen. Wir bekommen keine Kirchensteuer, keine sonstigen Zusätze. Es kommt auf Sie an. Nicht nur beim Lebensschutz, auch bei unserer Arbeit. Wir zählen auf Sie und wenn es Ihnen gefällt, dann erzählen Sie es gerne weiter.